Ihr seid weiter, der Hausl. Sein unsympath. Also, wir wollten ja gerade ein bisschen noch mehr verzeihen, weil Hausen haben wir jetzt ein bisschen beschrieben und 4 Kilometer östlich von Hausen liegt Riert. Also Riert und nicht Riert. Riert. Und die Geschichte, wo man jetzt singen leid, die ist echt wahr. Die ist wirklich so passiert, die ist echt wahr. Also grundsätzlich können wir gleich vorausschicken, alles ist wahr, was wir singen, weil Hausen und Riert waren schon katholisch vor Christi Geburt. Vor der Bürgermeister, dies ist ein frommer Mo. Im Vertrauen auf Mutter Gottes hat er 30 Jahre alles da. Und auch sein Gemeinderat kehrt heilig gesprochen schier. Vor lauter Knirgeln in der Kirche vom schon ganz kaputte Knie. Für den Standort Riert 2000 sind's damals bis auf all die den Gange. Auf die Knie sind's um die Gnadenkapelle, rutscht die frommen Manne. Dass sich der Obi-Baumarkt bei uns niederlässt, dass sich das Möbelzentrum beim Bürgermeister seinem nassen Grund doch noch ein Herz fasst, dass die Knie- und Hüftgelenkfirma vom deutschen Norden zu uns herkommt, weil's gar so gut passt. O Maria, hilf! Maria hat geholfen mit ihrem Jesuskindl. Auf dem Bürgermeister sein Acker wächst jetzt der Möbelhindel. Und ein Obi und ein McDonalds, alles haben sie in Riert jetzt gekriegt. Alle waren zufrieden, weil's auf jetzt geht mit Riert. Doch jetzt stellt wer einen Bauern drauf, da stellt's der Tor auf die. Mitten ins Gewerbegebiet, wo ich mir eine Moschee. Dass am 1. Mai nicht der Halbmond drum hängt am Maibaum. Dass wir noch weiter Starkbierzeit feiern und keinen Ramadan. Dass Bayern im Bollwerk bleibt gegen Islam. O Maria, hilf! In höchster Not wollte der Bürgermeister Riert retten vorm Islam. Nur die heilige Mutter Gottes war eingeweiht in sein Plan. Direkt bei dem Moscheegrund, gleich hinterm reifen Rupf, hat er einen Investor auftrieben für einen Swingerclub. Unternehmen Beate Huse shoppt, ich muss den zur Moschee. Wenn sie sie nach Mekka neigen, wird sie ihr schon vergehen. Maria, kurz drauf, da stellt sie raus. Die Moschee ist bloß die Fassaden für ein Orientsteppichhaus. Und auch der Rierder Schwingerclub hat sich ganz gut integriert. Der Möbelhindel hat die Zimmer im Landhausstil möbliert. Und gegen so einen gräbigen Schwingerclub, da haben die Rierder nix. Hauptsache in jedem Kammerl drin hängt ein Kruzifix.